Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal Fräulein Meier on Tour. Ja, heute gibt es wieder ein Video und zwar ein Technik- oder Einbauvideo von unserem neuen Seitenfenster in der Größe 70x30, was wir bei Gypsy Camper gekauft haben. Jo, das müsste eigentlich so der letzte große Umbau sein. Ja, derjenige oder diejenigen, die das Video, die Videos schon gesehen haben, die haben ja gesehen, dass wir an unserem Clever Celebration Citroen Jumper schon eine Menge umgebaut haben, eingebaut haben, verändert haben. Und das ist jetzt die letzte oder sagen wir mal, ja, die letzte große Veränderung, die wir machen. Also nochmal Karosserie aufsägen und so weiter und so fort. Jo, und dann das Fenster einbauen. Das ist jetzt wirklich das letzte Mal die größere Sache danach. Passiert nicht mehr so viel mit Umbau, weil dann haben wir echt schon echt viel gemacht an der, an unserem Fräulein Meier. Jo, naja, dann, wie gesagt, guckt euch das Video an. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst gerne ein Abo da, gerne Daumen hoch. Freuen wir uns drüber. Und dann sage ich mal, starten wir jetzt. So, von außen her sieht das Auto jetzt momentan so aus. Da haben wir jetzt auch viele schon wieder verändern lassen. Der Kühlergrill bzw. das Zitronenzeichen ist nicht mehr verchromt, sondern schwarz foliert. Wir haben den neuen Babykopf von Sunshine Life drauf. Das wurde verändert. Und an der Seite, mal gucken, ob man das jetzt sieht, haben wir auch folieren lassen. Ah, das Licht ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ja, man erkennt es jetzt nicht. Da mache ich später nochmal ein Video von gleich. Da sieht man das besser. Ich stehe ein bisschen im Dunkeln, deswegen. Ja, und da wir ja die Klimaanlage drauf gemacht haben, die jetzt übrigens, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, so ein bisschen höher gehen. Sieht man jetzt auch nicht. Mache ich nachher auch noch mal ein Video oder ein Bild von. Die Klimaanlage habe ich jetzt in Wagenfarbe lackieren lassen, weil dieser weiße Klotz da oben, das sah nicht so schön aus. Aber heute geht es ja darum, dass hier an der Seite ein Ausstellfenster reinkommt in der Größe 30x70. Das bauen wir jetzt hier rein. Ja. Wie gesagt, das muss ich erstmal hinten alles rausräumen. Da sieht man es, dass die Klimaanlage jetzt in Wagenfarbe lackiert ist. Das sieht wesentlich besser aus. Ja, jetzt heißt es erstmal Auto ausräumen. So, zu dem Fenster. Das ist das in 30x70. Ist jetzt noch Folie drauf. Ist ausstellbar. Sollte dann, ja, jetzt bleibt es hängen. Das kommt dann da rein. Acrylglas. Ich war eigentlich der Meinung, es wäre Glas gewesen, aber okay, aber es passt ja zu den anderen. Die sind ja auch aus Acrylglas. Und dann für innen natürlich Fliegengitter und Verdunklung. Das ist aus Metall. Sehr gut. Also von der Qualität finde ich das sehr gut, muss ich sagen. Ja, das kommt dann wie gesagt innen ran. Und zwar daran. Und ich habe das schon ein Loch gebohrt, um die Tiefe zu messen zwischen Innenverkleidung und Außenkarosserie, weil das Problem ist,
Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich wieder einer fast der Ersten, der das hier in den Kastenwagen verbaut, dass das Wohnmobil halt schon gebaut ist und das kein Selbstausbau ist, sondern wir nachträglich so ein Fenster einbauen und ich aber die ganze Plastikverkleidung nicht wegbauen werde. Dann müsst ihr nämlich oben die Schränke wegnehmen, müsst ihr hinten den Tank wegnehmen und so weiter und so fort. Und die Arbeit spare ich mir. Ich mache das halt so. Oder wir machen das so. Zumindest versuchen wir das. Aber es wird klappen. So, mein Schatzi fertigt jetzt schon mal eine Schablone an für das Fenster, damit wir den genauen Ausschnitt haben später. Wenn wir das ausgeschnitten haben, legen wir es dann aufs Fenster nochmal drauf, gucken, ob es passt. Und das ist dann der Ausschnitt für die Karosserie. Das darf jetzt mein Schatzi machen. So, jetzt haben wir unsere Schablone. Jetzt gucken wir mal, ob die passt. Sollte jetzt hier drauf passen. Und zwar da passt. Das ist schon fast zu groß, ne? Die ist schon fast zu groß. Gut, ein bisschen Luft kann man ja haben. Nur nicht gerade zu viel, ne? Also es kann ruhig. Also das ist eigentlich unser Maß hier. Also rechts, links sieht es gut aus, ein bisschen Spiel. Jetzt muss so rein, ja doch. Warte mal, jetzt darf er nicht reinrutschen. So. Doch, eigentlich passt ganz genau. Fast zu klein noch. Ich muss ja über die Kante müssen wir drüber kommen. So ist eigentlich optimal. Warte mal, jetzt probieren wir mal den Rahmen. Muss es ja genau außen sein, ne? Da passt es nicht mehr. Das ist zu groß. Oder was da innen? Jetzt war der Außenrahmen, ne? So, also wir nehmen keine mit, wir machen es ja relativ weit hinten hin. Und wir haben gesagt, von hier aus 9 cm, dann sind wir auf der Höhe von dem Fenster da drüben, ne? Das ist doch ein richtiger Ich glaube, Edding geht ab. So, und Breite habe ich jetzt gesagt 50 ungefähr. Warte mal, jetzt brauche ich noch eine Wasserwaage. Ganz hochdrehen. Hier ist gerade auf. Oh, Scheiße. Sind 9. Ja, das ist scheiße mit dem Knick um. Also 9 unterhalb von dem Strich. Du hast gerade. So, das heißt jetzt die Schablone. Da müssen wir jetzt auch was von hier nehmen eigentlich, ne? Weniger. Da kann ich auch gar nicht krabbeln. Ach, die schon ruhig haben. Jetzt reicht. Kurve noch, ne? Drehen könnte man.
Scheiße. Mit Regen könnten wir echt Glück haben. Aber besser noch mit keinem Regen. So. Wäre gerade ein Tiefenbach ist gesperrt, ne? Scheiße, ich wollte zu dem einen scheiß Parkplatz. So, das reicht. Du hältst ja dann eh von drinnen. Das dürfte eigentlich eh groß nicht reinfallen. So, wir mussten jetzt den Platz wechseln, weil wir haben Sonntag. Und da kann ich nicht gerade vor der Tür sägen, deswegen sind wir jetzt hier. Aber jetzt erkennt man das eigentlich auch richtig gut. Die neue Folierung. Richtig cool sieht das aus. Oben die Klimaanlage in Wagenfarbe. Ja. Da ist der Ausschnitt fürs Fenster. Das machen wir jetzt so schön abgelegen von zu Hause, da stören wir keinen. Das ist der Vorteil, wenn man autark steht und 220 Volt, 230 Volt im Auto hat. Ja. So, dann wollen wir mal loslegen. Warum soll ich ein Bild machen? Mein Schatz möchte ein Bild machen. Ich mache aber kein Bild, ich mache das Video. So sieht's aus. Bis jetzt. Richtig gut. So, letzte kleine Stück, dann sind wir schon fertig. Das ging ja dann wirklich flott. So, drück mal kurz gegen. Weiter drück, drück. So, letztes Stück. Ist bereit? Komm nicht mehr rein. Hallo? Ah. So, jetzt tun wir das mal ein bisschen vorsichtig abkehren und dann gucken, ob das Fenster reinpasst, bevor wir losfahren. Ah, das sieht doch gut aus.
So, jetzt kann man auch schön die Isolierung mal sehen. Zweifach isoliert, also richtig schön dick eigentlich. Finde ich gut. So, der große Moment kommt. Und? Passt. Es passt. Hältst du es? Perfekt. Perfekt. Wolltest du auch gucken? Ha? Wolltest du auch mal gucken? So, jetzt packen wir eben zusammen und dann geht's zu Hause weiter mit Rahmen bauen und verkleben. So, ich habe jetzt schon mal die Isolierung rausgeschnitten, soweit vom Rand, weil jetzt hier der Rahmen reinkommt. Ist alles nicht so einfach, aber wie gesagt, das ist ja kein Selbstausbau. Das Wohnmobil war ja schon gebaut. Wir verändern ja nur einige Sachen und deswegen war das nicht so einfach, weil ich wollte natürlich die ganze Innenwand hier, ich müsste die Schränke abbauen, ich müsste unten den Tank rausnehmen, alles rausbauen, nur um das Loch zu machen und das Fenster einzubauen und das. Haben wir uns halt gespart, ne? So, nun geht's weiter. So, jetzt werde ich ein bisschen Zink auf die Kante auftragen als Rostschutz. Da habe ich mir so einen Flüssigzink gekauft. Jo, Kaltverzinkung, den trage ich jetzt auf und dann lasse ich das erstmal ein bisschen anziehen und fange dann mit dem Rahmen an, den ich natürlich nicht vorher bauen kann. Weil ich den dann natürlich von den Maßen ja gar nicht mehr reinkriegen würde. Das heißt, ich muss eigentlich Leiste für Leiste reinsetzen und die mit Winkel verschrauben. Das wird nochmal ein bisschen kompliziert, aber es müsste funktionieren. So, der Rahmen ist jetzt ringsrum mit Zink bestrichen. Was heißt der Rahmen? Der Schnitt, die Schnittkante. Und das lasse ich jetzt ein bisschen anziehen. Jetzt fange ich mit dem Rahmen an. Und übrigens baue ich hier noch in die Seitentür, jetzt sieht man das ja so schön, einen Stopper rein. Da habe ich natürlich den falschen gekauft. Da gibt es zwei. Da ärgere ich mich jetzt ein bisschen. Vielleicht kaufe ich doch den anderen. Es gibt einen und den habe ich gekauft. Den kann man unten in die Schiene einführen. Und zwar da hinten. Und dann geht die Tür nur so weit auf, wie der Stopper eingebaut ist. Das müssen wir natürlich machen, weil wir ein Ausstellfenster haben. Und wenn wir die Tür aufmachen, dann das Ausstellfenster ist offen, dann würde natürlich das kaputt gehen. Und dann gibt es noch einen Stopper. Dann bleibt die Tür auch stehen, da wo man die einbaut. Aber da kann man einmal den Griff aufmachen und dann geht es weiter. Finde ich natürlich ein bisschen besser. Andererseits, wenn man dann vergisst, das Fenster zuzumachen und man geht dann doch drüber und Stopper, dann macht man es wieder kaputt. Also, ich baue erstmal den einen an. Vielleicht ist die Tür gar nicht mal so weit zu, weil, wenn ich überlege, jetzt geht es natürlich drüber. Aber wenn die jetzt hier stehen würde, wenn die da stehen bleiben würde ungefähr, hätten wir ja trotzdem noch genug Eingang. Also, von daher würde ich mal sagen, passt das. So. Jetzt mache ich erstmal den Rahmen weiter. Und ja. So, jetzt sieht man ein bisschen das Problem. Der Rahmen, also zumindest das untere Teil, ist jetzt nur fixiert, nicht geklebt, gar nichts. Und jetzt muss ich theoretisch gesehen dieses Teil hier reinmachen. Und dann mit Winkel verschrauben. Dasselbe dann oben, wenn das richtig drin ist. Und
Und einmal ringsrum. Und dann muss es passen, weil wenn es nicht passt, muss ich alles auseinanderbauen und wieder neu machen, weil ich habe ja keine andere Möglichkeit. Ich kann den Rahmen halt nicht vorher anfertigen, weil ich ihn dann gar nicht mehr reinkriege. Das ist das Problem, weil der Rahmen ist ja größer als der Ausschnitt, logischerweise. So, ich habe den Rahmen jetzt komplett verbaut. Wie gesagt, ich musste mit Winkel festmachen, weil ich ihn ja nicht vorher zusammenbauen konnte. Das Problem jetzt ist natürlich, ich habe den ja nicht verklebt, gar nichts. Wenn ich jetzt die Schraubzwingen alle abmache, weiß ich nicht, ob er sich verzieht. Das muss ja jetzt irgendwie alles passen und ich will ihn ja eigentlich noch ein bisschen reinkleben. Das heißt, ich mache jetzt die Schraubzwingen ab, hoffe, er wird nicht verrutschen irgendwie. Mach das Fenster nochmal rein, schau, ob das passt. Und kann dann die Sache noch ein bisschen verkleben. Und dann halt das Fenster verschrauben. Ja, das ist der Plan. So, jetzt mache ich die ganze Sache von außen ein bisschen mit Alkoholreiniger sauber. Damit das Sikaflex nachher eine gute Haftung hat. Das Verzinkte ist mittlerweile auch fest und trocken. Also ich mache jetzt die Kante noch sauber von den Fenstern. Weil hier das Sikaflex reinkommt. So, dann geht es jetzt fast zum Ende zu, würde ich sagen. Weil jetzt kommt Sikaflex rein, dann kommt das Fenster rein, dann wird der Rahmen von innen verschraubt. Und dann muss ich ja nur noch den Rahmen von innen verschrauben, also die Markise und das Fliegengitter. So, jetzt werde ich das Sikaflex verkleben in die Fuge hier unten rein. Also eigentlich. Ja, weiß nicht. Also eigentlich hier drauf, kurz hinter der Dichtung, würde ich sagen. Ich weiß es halt nicht, aber ich würde sagen, hinter der Dichtung würde ich eine dicke Schicht Sikaflex machen. Dann muss dicht sein. Und zwar habe ich das Sikaflex 522 genommen. Jo, dann fangen wir mal an, ne? Okay, lass fahren. Ja, so kannst du, warte mal, ich kann ja mit anfassen. So. Du musst es jetzt ausrichten, ne? Ich brauche ein Megamaß. Auf jeden Fall musst du hier vor. Darüber schon mal das mehr Licht. Was? Ich hoffe, es ist immer noch gerade. Das kann man ja gleich nochmal gucken, bevor ich schraube. So, dann meine ich mir jetzt hier mal. Wenn man irgendwas abmacht, die Höhe hat da oben. Ha? Dann machen wir uns das Holz, machen wir uns so lang. Sieben Komma vier. Okay, dann drück ein bisschen gegen, weil ich mache jetzt den Rahmen ran. Okay. Könnte passen. Okay. Der geht jetzt ins Metall rein, ne? Guck mal, hier oben rechts. Musst du ein bisschen mehr drücken jetzt.
haben wir das ordentlich verschraubt. Die Dichtungsmasse quillt gut raus. Das soll ja so sein. Das ist einmal die Dichtung von den Fenstern, einmal ist das das Sikaflex, was rauskommt. Wobei. Ne, das ist gut. Hoffe ich zumindest. Hier könnte ein bisschen mehr rausquillen. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe, das ist dicht. Sollte zumindest dicht sein. Kein Holz. Okay, eventuell längere Schrauben. Warte mal, ich mache unten mal fest. Dass wir längere Schrauben brauchen. Ist er noch gerade? Schatzi. So, jetzt haben wir es verschraubt. Mein Schatzi macht. Ne, mach erst die Folie ab, weil die geht nämlich unter die Ecken, sehe ich gerade. Mein Schatzi macht jetzt die Folie ab. Ich mache mal draußen die Folie ab, dann kommen die Ecken drauf. Dann ist das Projekt komplett fertig. So, wir sind fertig. Fenster ist drin. Alles ordentlich abgedichtet. Sieht wirklich gut aus. Oben müssen wir morgen nochmal ein bisschen das alte oder Sikaflex ein bisschen wegmachen. Schatz, mach mal Fenster auf. Perfekt. Die Tür, jetzt habe ich ja den Stopper ran gemacht. Also das heißt, die Tür. Ja, bleibt einen Millimeter vorm Fenster stehen. Also es passt. Jetzt kannst du Jalousie alles machen. Ja, genau, Verdunklungsrollo. Fliegengitter. Perfekt. Schön. Und das Ganze von innen sieht dann so aus. Der Rahmen hat ordentlich gepasst. Jo, jetzt machen wir noch ein bisschen sauber. Matratze rein, alles wieder reinbauen, was reingehört. Und dann sind wir mit dem letzten großen Projekt eigentlich fertig, weil ich sag mal so, viel mehr werden wir an diesem Auto nicht mehr verändern. Weil jetzt haben wir echt schon echt viel gemacht, muss ich sagen. Jo, das war's. So, ihr Lieben, boah. Wieder einmal sind wir fertig mit dem Fenstereinbau und allgemein haben wir nicht mehr so viel jetzt vor mit dem Auto, oder? Nee, wir sind soweit fertig. Genau. Was ich noch sagen kann, dass diese Jalousie hier innen drin, ich hab da gerne, ich persönlich sehr hochwertig finde. Ist alles Metall, kein Plastik und wirklich ordentlich verarbeitet, muss ich sagen. Finde ich sehr hochwertig gegenüber von dem, was wir hinten drin haben. Muss ich ehrlich sagen. Das Fenster an sich von außen ist halt, ups, ist halt Plastik. Starker Magnet. Das ist halt Plastik ist, oder Acrylglas. Ist halt kein Echtglas, aber auch sehr schön getönt von außen. Schön schwarz, wie man sieht auf dem Video. Ich würde sagen, voll und ganz zufrieden. Matratze rein. Alles drum und dran, da sind wir ungefähr auf der Höhe. Das passt, so wie wir uns vorgestellt haben. Jo, Schatz, hast du noch was zu sagen? Nichts super. Mehr. Haben wir super hingekriegt, ne? Mhm. Wie gesagt, der Einbau hat es wie lange gedauert? Vier, fünf. Wie viel haben wir? Vier Stunden. Ein bisschen länger, oder? Mhm. Vier Stunden, aber wir sind ja weggefahren. Zum Sägen sind wir ja, weil wir heute Sonntag haben, sind wir im Wald gefahren, auf dem Parkplatz und haben da gesägt, wegen Krach. Rund nochmal auf 5 Stunden auf. Ne? Also nicht länger als 5 Stunden mit Trocknungszeit und so weiter und so fort. Ja, haben wir das jetzt fertig gemacht. Tja, ihr Lieben. Dann bleibt uns nur eins zu sagen. Das nächste Video müsste dann wirklich vom Urlaub sein aus dem Lavanda-Camp, Lavanda-Club aus Kroatien. Das müsste ich dann langsam mal hochladen. Autotechnisch, wie gesagt, werden wir nicht mehr so viel machen. Weil. Was wirst du jetzt noch machen? Ne? Das war alles gemacht am Klimaanlage, Luftfederwerk, Felgen und das und dir und was wir nicht alles gemacht haben. Aber ist halt so. Ne? Man baut immer, man macht sich so, wie man es haben möchte, wie man sich wohlfühlt. Für uns ist das alles ideal momentan. Und ja, dann bleibt uns noch eins zu sagen, bleibt gesund. Abonniert den Kanal, lasst gerne einen Daumen hoch. Mhm. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und dann habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, schöne Urlaube euch gewünscht.
Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Daumen hoch. Ciao. Tschüss. Also eigentlich ist das Video schon längst zu Ende gewesen, aber jetzt hat mein Schatz hier noch eine Idee gehabt. Und zwar haben wir ja hier so ein Touchscreen, also Touchscreen, so ein Pushlock quasi zum Öffnen der Schränke. Ja? Und mich hat immer gestört, wieder diese dreckigen Finger dran zu haben, diese Fettflecke alles drum und dran. Man sieht ja jetzt meine Finger, wie sie aussehen. Und da hat sich mein Schatz gedacht, dann macht sie hier einfach mal so einen riesengroßen Aufkleber drauf. Den kann man schnell mal abwischen. Und das sieht noch richtig toll dabei aus. Also Schatzi, da hast du echt eine gute Idee gehabt. Das hat sie gut gemacht. Da drüben sieht man es besser. Und hinten hat sie die ganze Geschichte gemacht, bloß ein bisschen kleiner. Aua. Also, mein Schatz hat echt gute Ideen, muss ich sagen. Nicht schlecht. Toll, Schatz. Bin stolz auf dich.